so vernommen habe, dass das möglich ist, dass man mit einer U105 Kunstflug machen kann. Das ist ungefähr so, wenn ich mir denke, ein Elefant würde Rock'n'Roll tanzen oder so. Das ist jetzt keine dunkle Anspielung an Dancing Stars, aber es ist wirklich etwas, was man einem Hubschrauber eigentlich nie so richtig zugetraut hat. Und dann gab es einen deutschen Flug, und ich hoffe, dem Patrick vergeht es jetzt nicht, dem Gewinner bei unserem Wingsverleih und Gewinnspiel, wenn er diese Bilder hier sieht, was damit der Bo 105 hier aufgeführt wird, denn all das wird der Patrick dann einmal in naher Zukunft erleben, genauso wie der Gewinner beim Wingsverleih Gewinnspiel. Ja, das ist ganz spannend. Rainer Wilke hat sozusagen dieses Antreten, das zu übernehmen, um diese U105 kunstflugmäßig zu bewegen. Und er sagt, das ist selbst für mich als einen erfahrenen Piloten, der ja bei der deutschen Bundeswehr war, ja jahrzehntelang als Helikopterpilot, hat 7500 Stunden dort absolviert. Und schauen Sie sich einfach diesen Video an. Das ist schon Präzision her, diese Maschine um die Achse dreht. Diesmal war es um die Hochachse. Also perfekte Manöver, trotz des doch zum Teil höhen Windes. Das hat ihm gestern sehr schwer zu schaffen gemacht, hat er mir erzählt nach dem Displayflug. Aber er hat es auch gestern mit Bravour gemeistert. Heute sind die Bedingungen wirklich um einiges besser. Und es gibt natürlich jetzt bei diesem bei dieser Demonstration positive und negative Belastungen. Es ist genau dieses Wechselspiel, das es ausmacht, dass auch der Gleichgewichtssinn